Dann sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen. Schwerpunkt freie Werkzeuge zur Unternehmenskommunikation. Und das, was den Hintergrund für diesen Vortrag bildet, ist folgendes. Es gibt verschiedene Kommunikationswege, es gibt verschiedene Kommunikationsmittel. Und ich kenne das von Kollegen, die quasi ganz freudig mit drei Telefonen durch die Gegend laufen und ständig einen ERC-Kanal offen haben und nochmal ganz schnell Mail checken müssen, weil das halt alles ganz wichtig ist und dann halt doch vergessen haben, dass das Faxgerät ausgegangen ist oder beziehungsweise kein Papier mehr drin ist und die es einfach nicht mehr schaffen, sämtliche Dinge im Überblick zu halten. Und das Ziel dieses Vortrags besteht darin, einen Anstoß dafür zu geben, welche Kommunikationsmittel braucht man eigentlich, welche Kommunikationskanäle sollte man für sich verwenden, also einfach mal drüber nachdenken, was brauche ich wirklich. Und natürlich auch, welche Werkzeuge kann ich nutzen oder welche Werkzeuge gibt es, um effektiv zu arbeiten, um auch in einem Unternehmen effektiv zu arbeiten und natürlich auch zwischen einem selbst und dem Kunden bzw. umgedreht und welche Prioritäten setzt man. Kurz was zu mir. Mein Name ist Frank Hofmann. Ich arbeite seit 2006 hier in der Region. Ich habe mitgeholfen, die Chemnitzer Linux-Tage zu organisieren zwischen 2000 und 2007. Dann bin ich seit 2006 mit dabei, den Brandenburger Linux-Infotag mit vorzubereiten. Seit 2008 kümmere ich mich darum, dass es hier ein regionales Loop-Treffen gibt. Loop-Treffen heißt, dass alle Linux-User-Groups, alle Interessenten zu diesem Thema zusammenkommen und sich einfach kennenlernen und sich einfach austauschen. Ich sitze im Büro 2.0. Büro 2.0 ist eine Bürogemeinschaft, die befindet sich in Neukölln und dort sind auf 1300 Quadratmeter 25 kleine Unternehmen angesiedelt und die beschäftigen sich alle mit Linux. Ist im Prinzip so eine kleine Wohngemeinschaft für Informatiker. Also das trifft es in dem Sinne wirklich ganz gut, weil es ist nicht einfach nur ein Platz, wo Büros sind, sondern es ist einfach auch eine ganze Menge mehr. Es ist auch der ganze Umgang, wie man quasi miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht. Womit verdiene ich mein Geld? Also alles, was ich mache, dreht sich also um den Bereich Linux. Und als Schwerpunkt habe ich Layout und Satz, Druckvorstufe. Das heißt, ich mache die Kommunikation zwischen Endkunde und Druckerei. Und als zweiter Schwerpunkt WLAN-Komponenten. WLAN-Komponenten für drinnen und draußen. Also wer halt irgendwann mal in die Verlegenheit kommt und sagt, ich möchte mein Grundstück ausleuchten oder ich habe spontan doch nochmal eine Insel gewonnen und auf der Insel gibt es noch kein DSL. Also Technik hätte ich zur Verfügung. 30 Kilometer ist das Maximum. Gut. Seit 2010 bin ich auch Mitglied der Wizards of FAS. Wizards of FAS ist eine Schulungsfirma, ein Schulungsunternehmen. Wir bieten Trainings für IT-Spezialisten an. Und wenn man bei uns ein Training bucht, muss man schon Grundwissen mitbringen. Also wir fangen nicht von null an, wir fangen ein bisschen weiter hinten an. Wenn wir miteinander sprechen, gibt es verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Das erste ist das Medium und auch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Und natürlich auch die Frage, kommunizieren wir nach außen, also das heißt zwischen einzelnen Projektpartnern, zu Kunden oder auch zu Lieferanten, oder kommunizieren wir nach innen, das ist also für alle wichtig, die in einem Unternehmen angestellt sind oder für eine Firma arbeiten, also sprich quasi zu Kollegen. Was ich schon angesprochen hatte, es ist manchmal sehr, sehr schwierig, diese einzelnen Informationsströme zu gewichten, also sprich, ist jetzt eine SMS-Nachricht, das System ist kaputt wichtiger, als ich hätte gern ein Angebot, was gerade über einen Xing-Kontakt reingekommen ist. Und vor allen Dingen auch diese Geschichte, wie reagiert man darauf angemessen, wie reagiert man darauf effektiv. Und für mich ist das immer ziemlich schwierig gewesen, weil ich habe nicht immer alle Informationsfetzen erwischt. Mal kommt das halt die Anfrage per Mail rein, dann kommt ein Rückruftelefonat im Sinne, was wollten Sie eigentlich? Dann brauchen wir eine Bestätigung für den Auftrag, die kommt vielleicht per Fax und dann kommt noch eine gedruckte Rechnung. Und das Schwierige ist, wie bewahrt man dabei die Übersicht? Was hilft uns dabei? Wie können wir den ganzen Informationsstrom irgendwann auch mal nachvollziehen? Wer hat wann mit wem worüber gesprochen? Worum ging es da eigentlich? Und wie können wir an der Stelle halt auch diesen ganzen Fluss vollständig erhalten und können halt gucken, aha,
Zu dem Zeitpunkt hat der mit dem gesprochen, da ging es darum und dann brauchten wir noch die Zusatzinformationen und, und das ist alles komplett. Wir können das vor allen Dingen auch wiederfinden. Durch die Vielzahl der Möglichkeiten werden die Kommunikationswege unübersichtlich und jeder von uns verwendet andere Kommunikationsmittel und einen anderen Stil. Jeder von uns setzt andere Prioritäten. Was mir aufgefallen ist, alles, was irgendwo an Nachrichten reinkommt, verändert oder erfordert quasi die Aufmerksamkeit. Alles, was an Infos kommt, ist im Endeffekt ein Wunsch. Hallo, ich bin wichtig, reagiere auf mich. Und das zu bewerten und auch zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich das Wichtige oder muss ich das in meiner Prioritätswarteschlange irgendwo nach hinten reinschieben, das ist total schwierig. Was aber dabei passiert, ist alles, was irgendwie tutet, blinkt, Krach macht, leuchtet, ja, das lenkt von der Aufgabe ab, wo wir gerade dabei sind. Ich merke es vor allen Dingen, ich arbeite teilweise im Büro und ich arbeite auch teilweise mal von anderswoher. Und ich freue mich dann immer, wenn ich dann anders quasi kein Telefon zur Verfügung habe. Weil wenn ich da gerade irgendwie dabei bin, irgendetwas zu dokumentieren, irgendwie zu schreiben oder einen Artikel fertig zu machen, was auch immer, und dann klingelt das Telefon, dann werde ich da rausgerissen. Das fetzt nicht. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, Prioritäten zu setzen, was wichtig ist, sich nicht ablenken zu lassen, was genauso schwer ist wie die Prioritäten setzen, weil da muss man erstmal wissen, was man eigentlich will. Und was ich für mich herausgefunden habe, was ich für mich entschieden habe, ist, die Kommunikationswege zu reduzieren. Und sprich, schlicht und einfach genau festzulegen, welchen Weg nehme ich wofür. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Man muss das teilweise auch unternehmensweit absprechen, muss auch mit den anderen sich quasi einig werden. Tauschen wir die Daten per Mail aus? Haben wir da irgendwo einen Share? Oder schicken wir das Ganze über den Chatkanal und hängen das als Attachment hinten ran? Es gibt verschiedene Wege und Verfahren. Es gibt den einen Weg, der ist sehr direkt mit sofortiger Erwartung der Reaktion, quasi so was Synchrones. Das kann zum Beispiel ein Telefon sein oder auch ansprechen. Also direkt so sprechen von Mensch zu Mensch. Das fällt vielen Leuten in unserem Bereich halt manchmal ein bisschen schwer, weil wir es halt gewohnt sind. Wir tippen es einfach ein und es wird schon irgendjemand reagieren. Die zweite Variante ist das mit Verzögerung. Das kann zum Beispiel ein Fax sein oder eine Mail oder auch eine SMS oder einfach eine Nachricht hinterlassen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, sich darauf einzulassen. Und viele Menschen verwenden das, als wäre es direkt. Also ich habe zum Beispiel Folgendes gesehen. Ich habe mal für irgendein Problem etwas gesucht, hatte in einem Forum da so eine kleine Hilfeanfrage gefunden. Und die ging irgendwie um 23.30 Uhr, war es dort eingetragen. Ja, ich habe das und das Problem. Kurze Beschreibung. Und 23.40 Uhr kam das nächste Posting, hallo, warum hilft mir denn keiner? So, das ist für mich so ein Ding, da hat jemand nicht verstanden, wie das funktioniert. Oder es war halt ein Entwickler-Channel und jemand hat dort sich gefreut, ja, ich habe diesen Entwickler-Channel gefunden, hat dort eine Nachricht hingepostet, ja, sind ja alle Entwickler da. Und da nach 2 Minuten keine Antwort kam, war er halt auch ein bisschen enttäuscht im Sinne von, hilft mir denn keiner? Aber dass so ein Entwickler-Channel oder so ein IRC-Chat halt auch eine Sache ist, die ein bisschen Verzögerung braucht oder wo vielleicht Leute einfach nur eingeloggt sind und so nur zeitweise da drauf gucken, hatte der nicht so ganz verstanden. Ich hatte es schon angesprochen, Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit der Absprachen ist eine sehr wichtige Geschichte, schlicht und einfach, um irgendwann nachvollziehen zu können, was wurde überhaupt besprochen. Es dient auch dazu, Missverständnisse und Fehler zu verhindern und natürlich einfach zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden zu können, wie ist denn das Ergebnis oder der Auftrag oder diese Anfrage oder diese Entwicklung überhaupt zustande gekommen. Wenn es über verschiedene Kanäle erfolgt, dann ist das sehr schwierig, weil man muss erstens mal diese ganzen Kanäle zusammentragen, man muss das zusammenpuzzeln und man muss an der Stelle halt auch gucken, welche Information steckt denn überhaupt wo drin. Das hier ist eine Beispielanfrage und diese Anfrage ist ja, die ist genau so gekommen. Das ist kein Fake, die ist echt. Da ging es wirklich darum, ja, wir hätten gern eine Schulung für 12 Personen. Da steht nicht drin, wann, da steht nicht drin, wo, also steht halt nicht der Ort drin von der Inhouse-Schulung, heißt also beim Kunden vor Ort. Es steht auch nicht drin, welche Schwerpunkte gesetzt werden und es ist halt
wie gesagt, sehr, sehr knapp gefasst. Und das erfordert auf jeden Fall eine Reaktion. Und ich finde das immer sehr lustig, wenn man dann mal diese ganzen Aufträge und die ganzen Sachen durchguckt und am Anfang halt so eine kurze Nachricht findet, so einen halben Einzeiler eigentlich. Und was noch interessanter ist, meistens haben die Mails keine richtige Betreffzeile. Da steht dann einfach nur Anfrage. Und das macht es wieder sehr interessant, wenn man diese Sachen irgendwann später suchen muss oder wiederfinden muss. Was verwenden wir am meisten? Wir verwenden am meisten eigentlich einen Webbrowser. Also im Endeffekt einfach ein Programm, um HTML, Text und Bilddaten anzuzeigen. Und das, was sich in den letzten Jahren herausgebildet hat, es ist nicht nur ein Anzeigeprogramm, sondern es ist eine komplette Benutzeroberfläche für Webanwendungen. Und viele Sachen sind in die Richtung quasi umgestrickt worden. Das, was mir als Fallstricke aufgefallen ist, HTML und CSS sind ganz toll. Aber jeder Browser interpretiert das unterschiedlich. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, ich habe mein Telefon konfigurieren wollen. So ein SIP-Telefon, hat eine Webschnittstelle, ganz toll. Und mit dem einen Browser ging das, und mit dem anderen Browser habe ich mehr Optionen gesehen. Ich habe nicht verstanden, warum. Und das fand ich dann sehr lustig. Ich habe dann überlegt, ob ich noch einen dritten Browser ausprobiere, ob ich da noch mehr Optionen sehe. Aber die Zeit hatte ich dann nicht. Dann gibt es sehr häufig eine Optimierung für einen bestimmten Webbrowser. Das heißt also, Nutzer, die einen ganz bestimmten Browser haben, die werden einfach ausgeschlossen bzw. sehen komisches Zeugs. Und da würde ich eigentlich jeden, der Webseiten baut, einfach daran erinnern, es gibt mehr als einen Webbrowser. Genauso trifft das die Unterstützung für Flash und verschiedene Audio- und Videoformate. Das ist alles ganz toll, aber jemand, der halt kein Flash mag oder halt der das halt nicht sehen kann, weil er meinetwegen blind ist und auf andere Sachen angewiesen ist, der fällt da einfach auf die Nase. Die meisten arbeiten wahrscheinlich mit dem Firefox oder mit dem Eiswiesel oder mit dem Chrome oder halt mit dem Conqueror oder mit dem Opera, je nachdem. Was weniger häufig verwendet wird, sind zum Beispiel so kleine Browser wie Midori oder auch NetSurf oder auch Aurora. Die sind ein kleines bisschen schneller und stellen das eigentlich genauso gut dar. Ein textbasierter Browser ist im Endeffekt ein Terminal, wo ein Webbrowser zu sehen ist. Also quasi die Ausgabe wie auf einem Terminal. Und das ist an der Stelle ganz praktisch, vor allen Dingen für die Leute, die halt mit so einem grafischen Webbrowser nichts anfangen können. Und das funktioniert halt zum Beispiel für Blinde genauso. Die haben halt so ein zusätzliches Gerät, das wird hier angeschlossen und alles, was der Webbrowser als Text auf der Webseite sehen kann, wird auf dieses Ausgabegerät übertragen. Und damit kann der Blinde, der erfüllt das dann und kann an der Stelle halt sehen oder mitbekommen, was auf der Webseite ist. So, und das ist zum Beispiel lustig, wenn die Webseite Flash enthält. Weil Flash und viele bunte Grafiken, die kann man hier drauf nicht darstellen. Und deswegen finde ich das halt hilfreich, wenn da nicht ganz so viel Flash auf der Seite ist. Und es gibt Erweiterungen wie Alt-Tastenbelegungen, zum Beispiel Usable oder auch Vim Probable. Wer also sozusagen mit VI in den Schlaf gegangen ist, kann auch damit lustig weiter surfen. Nachrichten austauschen oder Mail austauschen. Das, was wir meistens verwenden, ist der sogenannte MUA, der Mail User Agent. Und eigentlich sagen wir dazu, ist Mail Client. Und das ist eigentlich ein Programm, mit dem wir Nachrichten austauschen, das heißt Mail schreiben, lesen, versenden und empfangen. Das, was wir meistens verwenden, sieht irgendwie so aus, irgend so was Grafisches. Aber es gibt auch so Sachen, die sehen dann einfach so aus. Es ist einfach ein Textbrowser. Und ich zum Beispiel bin auch so ein Fetischist für genau so ein Text-Mail-Leseding, weil es geht einfach schneller. Ja? Braucht nicht so viel Bandbreite. Es gibt verschiedene Fallstricke. Weil die meisten sind dann ein bisschen sauer, wenn sie auf ihre Mail keine Antwort kriegen. Keine aussagekräftige Betreffzeile. Ich habe einen Filter, wenn da keine aussagekräftige Betreffzeile steht, dann rutscht das einfach weg. Und dann kann ich das auch nicht wiederfinden. Ja? Und das verstehen einige immer nicht. Ich habe das doch geschickt, ja, aber war keine Betreffzeile dabei, wird rausgefiltert. Weil ohne Betreffzeile ist zweckfrei. Dann Text im HTML-Format versendet, ich lese Text oder E-Mail als Text. Und die Mails, die quasi als HTML verschickt werden,
die werden auch irgendwie rausgefiltert, weil die kann mein Textbrowser nicht anzeigen. Und deswegen freue ich mich dann, wenn ich auch mal ein Newsletter als Text kriege und nicht einfach irgendwie so eine Latte als HTML, den ich irgendwie erstmal im Kopf parsen muss. Ich meine, ich kann das, ist kein Problem, aber es dauert halt länger. Da gibt es eine Rückfrage. Ja, eine kleine Frage. Sie sagen, Sie haben ein eigenes Unternehmen und Sie sagen, also Sie filtern die E-Mails aus. Ist das nicht kontraproduktiv? Die werden einfach nachgeordnet behandelt. Also die Situation ist so eine Warteschlange und alles, was ich erstmal nicht lesen kann, das lege ich erstmal zur Seite. Das dann später an. Also wenn mir zum Beispiel so eine Anfrage kommt, die zwar vielleicht extrem unscharf formuliert ist, aber die dann vielleicht trotzdem ein ganz tolles Angebot für Sie beinhaltet. Das ist schon richtig. Ich will einfach nur darauf hinaus. Das dauert dann einfach länger, bis die Antwort oder bis die Mail gelesen und beantwortet wird. Also sprich, wer mich erreichen will, soll eine Textmail schreiben. Und die, die mit mir zusammenarbeiten, die wissen das und die halten sich dran. An diesem Punkt denkt kein Mensch dran. Postfach voll. Ja, ich habe das doch gerade geschickt. Ja, da waren 35 MB Attachment dran, das hat der Mail-Server weggefiltert. Oder er hat es quasi nicht angenommen. Auch wenn Speicherplatz heute ganz einfach ist und ganz viel verfügbar ist, Mail-Server sind nicht dafür ausgelegt, große Attachments zu speichern. Und deswegen, also kleine Sachen kann man ruhig anhängen, aber halt mal die nächste DVD von dem tollen Film, da gibt es bessere Möglichkeiten. So, das sind die Mail-Programme, die wir vielleicht alle irgendwo verwenden, meinetwegen Thunderbird oder auch Sylphid. Weniger übliche, also textbasierten, das ist vielleicht für die älteren Semester interessant. Elm oder auch Pine. Also ich habe so die Zeit mit Pine angefangen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich fand das Programm damals schon toll und deswegen bin ich auch wieder zu so einem ähnlichen Textprogramm zurückgekehrt, weil es halt einfach macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Dann gibt es eine Reihe von webbasierten Diensten, zum Beispiel Evolution oder auch Roundcube Webmail. Das sind Programme, die können ein bisschen mehr als einfach nur Mail lesen. Die bieten dann teilweise halt auch noch ein Adressbuch an. Oder wenn man halt Zarafa und Zimbra nimmt, dann ist da noch ein Kalender dabei und eine Aufgabenverwaltung und ganz viele andere tolle Dinge. Und welches von diesen Mail-Programmen man verwendet, das hängt wieder davon ab, ob man alleine arbeitet, ob man quasi alles für sich macht oder ob man mit anderen zusammenarbeitet. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden, weil sich das ja auch ändern kann. Evolution bzw. Roundcube Webmail zielen auf Einzelpersonen. Man kann also dort Kontakte nicht gemeinsam nutzen, man kann halt nur auch ganz begrenzte Im- und Exporte machen. Oder wer halt Zimbra oder Zarafa nimmt, das ist eher für Unternehmen gedacht. Das sind halt Lösungen, die in der Wolke eingesetzt werden und die gestatten eben auch solche Dinge wie gemeinsames Nutzen von Kontakten. Und das ist halt für eine Arbeitsgruppe oder für ein ganzes Team total wichtig, dass die halt auch auf die Daten zugreifen können. Für eine Einzelperson würde ich einen Zimbra oder einen Zarafa nie empfehlen, weil es einfach, ist einfach zu fett. Nachrichten austauschen. Das ist eine Folie, bei der ich nur ablesen kann. Ich weiß, dass sowas existiert, aber ich verwende sowas nicht. Es ist so ein kleines Programm, um Kurznachrichten auszutauschen und Nachrichten auszutauschen. Gibt es verschiedene Programme und auch Protokolle dazu. Ich habe das auch mal ausprobiert, aber das hat einfach bei mir zu viel Zeit gefressen und deswegen verwende ich das nicht mehr. Kalender. Und die meisten denken, ja, wir brauchen da irgendwas Tolles zum Klicken. Ich nehme das. Weil das kann ich auf einem Terminal aufrufen und dann kann ich da relativ sagen, okay, ich habe hier bestimmte Termine, ich habe hier einen Kalender und ich habe hier bestimmte Aufgaben. Und die kann ich darüber verarbeiten, bearbeiten, das kann ich auch auf einem Server mit relativ wenig Power betreiben und das funktioniert. Das ist die Lösung, die ich verwende, wo ich sage, okay, für eine Einzelperson ist das perfekt. Und für alle die, die etwas VI-affin sind, für die ist diese Lösung auch perfekt, weil das hat eine komplette VI-Tastenkombinationsliste. Da gibt es eine Frage. Wenn Sie sagen Einzelperson, ist das eine lokale Lösung oder kann man auch einen Server anwenden? Das ist eine lokale Lösung. Okay. Und das Schöne daran ist, es sind einfach nur Textdateien, die gelesen werden. Das heißt, man kann auch mal schnell nachgucken, ohne das Programm starten zu müssen.
Das geht zwar relativ flott, aber trotzdem ist es halt ganz gut, wenn man einfach mal irgendwie durchkreppen kann und da war doch irgendein Termin. Ja, da hätte ich auch eine Frage dazu. Weil ich sitze jetzt am Flughafen und ich mir zum Beispiel das Programm dann anschauen, was dann danach kommt, dann kann ich das nicht schnell vom Handy aus machen, aber das quasi nicht synchronisiert wird, oder? Es ist alles lokal, es sind alles lokale Daten und da ist nichts mit Synchronisation. Ich weiß, ich kenne genau diesen Fall. Wo sowas gehen kann, ist zum Beispiel hier. Das ist halt eine grafische Lösung. Das, was wir hier sehen, ist das Horde. Das ist eins von den Projekten. Und das ist eine Sache, die wir im Büro 2.0 einsetzen. Was wir hier sehen, ist die Belegung unseres Konferenzraums. Dadurch, dass wir halt 60 Leute sind, ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Abstimmung zu machen. Und deswegen haben wir da ein webbasiertes Tool eingesetzt, wo man halt auch so klicken und Sachen eintragen kann. Und das Lustige daran ist, diese Lösung ist soweit stabil. Und das Sunboard, was hier ganz oben noch dran steht, das geht auch. Aber was die Synchronisation angeht und die Stabilität, vor allen Dingen, wenn mehrere Leute gleichzeitig Termine angucken. Ich glaube, Sunboard ist zwar irgendwie released, aber es ist noch im Alpha-Stadium. Das wird, glaube ich, gar nicht mehr weiter. Das ist nicht mehr weiter aufgegangen. Also, mein letzter Stand ist, dass es halt existiert. Ja. Es hat auch Spaß gemacht, damit zu arbeiten, aber wie gesagt, mit dem Horde ging das dann vielfach einfacher. Für Sunbird braucht man, glaube ich, das Sunbird hängt, glaube ich, an dem Firefox dran, wenn ich richtig informiert bin. Na, das Sunbird war ein eigenständiges, neben Thunderbird noch eigenständig und das ist jetzt aber schon seit eigentlich, glaube ich, ein Jahr in das Lightning-Plugin für Thunderbird aufgegangen. Das okay. Integriert das in Thunderbird. Okay, da habe ich jetzt auch was gelernt. Vielen Dank. Jetzt gehen wir mal in den Bereich Miteinander arbeiten. Und das, was häufig gebraucht wird, ist so eine Art kollaborative Software, also sprich Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit von einer Gruppe. Und das ist besonders wichtig, wenn Menschen nicht alle an einem Ort sind, also sprich, wenn sie an verschiedenen Plätzen sind. Das kann auch schon sein, wenn sie einfach auf verschiedenen Etagen sitzen oder wenn das Gebäude halt zu groß ist. Also alles, was über 50 Meter ist, sind die Leute zu faul zum Laufen. Und da greifen sie entweder zum Telefon oder tippen das irgendwo ein. Diese kollaborative Software gestattet das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt, auch von unterschiedlichen Standorten aus, wenn es richtig aufgesetzt ist. Kontaktverwaltung, Aufgabenverwaltung, Termin- und Ressourcenplanung und auch Dokumentenmanagement. Es gibt viele Programme, die behaupten, das alles zu können. Ich habe hier drei Stück aufgeführt und man könnte die Liste fortsetzen und müsste dann hier ein Loch in den Boden bohren, um die Liste sozusagen zu verlängern. Weil da gibt es sehr, sehr viele. Die ist halt behaupten, das zu können. Ja, die ist behaupten, das zu können. Und der Punkt ist der, diese ganzen Dinge unter einen Hut zu bekommen, ist ein Wunschdenken. Weil die Werkzeuge oder die Sachen, die halt da angeboten werden, sind sehr, sehr komplex. Und das auch so miteinander zu verbinden, dass es funktioniert und dass man es produktiv nutzen kann, gelingt halt nicht jedem. Wer sowas jemals sucht und dann vielleicht sagt, er will es warum auch immer nicht selber betreiben, die Preise einfach für den Support variieren ganz stark und da muss man sich gründlich überlegen, wie viele Leute hat man und vor allen Dingen wie viele Objekte. Also wenn man Räume verwaltet, braucht man hier Raum einen Kalender und es gibt Anbieter, die sagen, dann ist eine weitere Einheit, kostet mehr, um es zu betreiben. Also das ist, ja. Gründlich suchen. Ja, das ist aber zum Beispiel eine Sache Raumplanung und sowas. Habe ich hier nirgendwo gefunden. Ja, also ja, man kann einen Raum wie eine Person behandeln und deren Kalender anlegen. Ja, das setzt aber für den Verwaltungsbereich schon um die Ecke denken voraus. Ja. Aber da sehen wir halt schon, das sind wieder genau diese Sachen, wo man an so lustige Grenzen stößt, wo Programmierer eigentlich nicht dran denken. Kundendaten und Projektverwaltung. Das ist eine spezielle Form der Groupware und das, was meistens dafür verwendet wird, ist ein Webbrowser. Man muss dann eben genau auch gucken, welche lustigen Plugins braucht sowas. Einige brauchen nur JavaScript, einige brauchen JavaScript und Flash und einige andere brauchen eine lustige Kombination und eine bestimmte Versionsnummer, um überhaupt richtig funktionieren zu wollen. Das, was sich herausgestellt hat, was sehr, sehr gut ist, ist das Sugar CRM.
Das hat halt Kalenderaufgabenverwaltung, Kontaktdaten, Gesprächsverlauf. Man kann dort an der Stelle zum Beispiel hinterlegen, was hat man mit dem Kunden wann besprochen und wer hat das gemacht. Man kann Telefonnummern hinterlegen, man kann auch Attachments einfügen im Sinne von, der Kunde hat um 9.43 Uhr dieses Angebot bekommen. Das geht darüber. Und man kann Folgendes machen, man kann sogenannte Kampagnen bauen. Kampagnen heißt, man hat eine bestimmte Nachricht, man wählt eine Menge von Teilnehmern aus und alle Teilnehmer bekommen die gleiche Nachricht, also wie so ein Mailing-Verwalter. Schumann CRM gibt es als kommerzielle Version und als Community-Edition. Und die Community-Edition ist kostenfrei. Wer das Sugar CRM ausprobieren will, auf der Sugar CRM-Seite kann man sich einen Demo-Account anlegen und kann das erstmal 7 Tage testen. Wenn man das auf den ersten Blick sieht, sieht das so aus, als ob das eigentlich nur was für Marketing-Leute ist, aber man kann damit auch Kontakte verwalten, man kann seine Informationen strukturieren, man kann auch sagen, okay, dieser Auftrag hat eine Erwartung von 10.000 Euro und kann halt dann sehen, aha, in dem und dem Zeitraum, wenn die Sachen so eingehen, also wenn der Kunde das bestätigt, dann sehe ich, wie viel ich Umsatz machen könnte. Es gibt andere Programme, wie zum Beispiel das OpenERP oder auch das LXOffice, beziehungsweise jetzt benannt Kivitendo, die machen Buchführung mit dazu. Das heißt, die gestatten auch das Verwalten der Ein- und Ausgaben. Die machen eine Lagerverwaltung dazu, die machen Materialverwaltung, also sprich, was ist auf Lager, was muss nachbestellt werden. Es gibt einige, und da kann man auch komplette Rechnungen erstellen. Wer zum Beispiel LXOffice oder Kivitendo verwendet, da hängt eine komplette Rechnungserstellung hinten dran. Und wenn man das LaTeX-Stylesheet für LXOffice bzw. Kivitendo angepasst hat, kann man auch zweiseitige Rechnungen drucken. Das hat so kleine Bugs. Aber wenn man nicht weiß, wie das geht, kann man zu mir kommen und diese Sachen kann ich anpassen. Es ist ein Tech dahinter und von der Seite her kann ich das. Was man von diesen Werkzeugen verwendet und was man dafür braucht, es hilft nur ausprobieren, weil die Dinge sind sehr komplex. Also für das LXOffice habe ich ungefähr 2 Monate gebraucht, um durchzusteigen, was wann wie geht, welche Warengruppen, wie man das einteilt, wie man das rauskriegt, welche Feinheiten zu machen sind. Und man muss da wirklich ein bisschen Zeit mit einplanen. Entschuldigung, wenn du 2 Monate brauchst dafür, das auszubringen, was ist mit einem normalen User? Weil das ist bei solchen Dingen oft der Knackpunkt. Das ist für den normalen User, sind für diese Produkte sehr kompliziert. Das ist richtig. Es ist unheimlich viel, was diese Produkte vorgeben zu können. Und es ist vom Programmierer geschrieben. Es ist nicht von denjenigen geschrieben, die damit arbeiten. Das heißt, es gibt da teilweise ganz andere Vorstellungen. Ich habe zum Beispiel mit einer Steuerberaterin über solche Dinge gesprochen. Und die hat dann gesagt, ja, das kann doch das und das nicht. Und da war dann die Rückmeldung, ja, der Programmierer wusste nicht, dass das wichtig ist und deswegen ist es nicht drin. Ja, also da gibt es wirklich Absprachen, Schwierigkeiten, das ist gar nicht einfach. Aber es ist auch so, also allgemein jetzt bei solchen ERP-Systemen, dass sich das Unternehmen eher an das ERP-System anpasst, als das ERP-System an das Unternehmen, weil diese Systeme einfach so komplex sind, so viel abgebildet werden muss, dass man quasi keine Chance hat als Entwickler. Muss man in die Breite gehen und der Anwender muss sich darauf einlassen. Also wir verwenden zum Beispiel bei uns OpenERP, haben es gerade eingeführt. Und das ist sicherlich eine Umstellung, aber wir hatten vorher was selbstgebasteltes, das ist besser. Also es macht schon mehr Spaß, auch so ein Standardprodukt aufzusetzen, was dann auch weiterentwickelt wird, als jetzt selber eine Anwendung zu entwickeln, die dann natürlich die eigenen Bedürfnisse erfüllt, wo dann aber jeder neue Mitarbeiter ebenfalls das Problem hat, dass er da einsteigen muss, weil die Komplexität ganz automatisch da reinrutscht in solche Lösungen. Das ist mein Eindruck. Ja, es ist auch nicht einfach, den bisher genutzten Arbeitsablauf quasi mit einem Produkt in Übereinklang zu bringen. Weil entweder muss man das Produkt anpassen oder das Produkt wechseln oder den Arbeitsablauf ändern. Und ich glaube, das führt zu gewissen Konflikten. Wie lange dauert die Anwendungszeit zum Beispiel für den OpenERP? Das weiß ich nicht, wie lange man dafür braucht, weil ich
Das kommt, glaube ich, immer ganz stark darauf an, was die eigenen Aufgaben sind. Also ich setze das hauptsächlich zur einmal Adressbuchverwaltung ein und dann, aber das benutze ich eben auch nur passiv. Ich gucke rein, wo ist denn die Adresse vom Kunden und auf der anderen Seite eben Arbeitszeitauswertung und Projektauswertung, das mache ich darüber. Und das ist relativ schnell gelernt. Aber dann gibt es eben andere Bereiche, jetzt Buchführung, keine Ahnung, mehr nicht zu sagen. Kann durchaus sein, dass es deutlich komplexer ist. Weil jeder hat ja so seine eigenen Aufgaben und kennt dann nur einen ganz bestimmten Bereich aus diesem Produkt. Und dann wird es spannend. Also kann man auch mit ERP auch wirklich als Projektmanagement so verwenden? Nee, das machen wir tatsächlich nicht. Also würden wir gerne, aber ist leider noch nicht richtig möglich. Da haben wir noch was anderes. Okay. Wer mit einem solchen großen Programm nicht umgehen kann, für den gibt es eine kleinere Lösung. Und zwar, das nennt sich Planster. Das ist das, was wir auch im Büro einsetzen, um zum Beispiel Termine abzustimmen. Und was man hier an der Stelle sieht, hier ist ein Termin für die Führung durchs Fernheitswerk vorgeschlagen. Das heißt, es haben sich mehrere Leute beteiligt. Diese Vorschläge gibt es. Und jeder, so die sich dort beteiligt haben, hat einfach ein Häkchen gesetzt oder ein Fragezeichen. Oder wenn er an dem Termin definitiv nicht kann, setzt er dort einfach ein Kreuzchen. Das Ding ist super einfach. Das gibt es als freies Projekt, kann man einfach installieren, tut, läuft. Und das Ding ist, das hat unheimlich viel Zeit gespart. Weil ansonsten würde es einfach so gehen, man schickt eine Mail an alle, dann gibt es 73 Rückmeldungen und dann ist man immer noch nicht schlauer. Findet der Termin überhaupt statt? Haben sich genügend gefunden? Passt oder passt nicht? Das Ding ist wirklich klasse. Da gibt es einen freien Webdienst, das genauso anbieten. Das da? Genau. Das Doodle. Das Doodle macht sowas Ähnliches. Ja? Das ist halt einfach nur ein freier Webdienst, den man kostenfrei nutzen kann. Man hat hier an der Stelle halt eine Beschreibung. Dann gibt es die einzelnen Teilnehmer, dann gibt es die Vorschläge. Und dann kann man an der Stelle sehen, aha, okay, bei dem Termin sind drei, bei dem sind drei, bei dem sind drei. Das gibt es sozusagen als Variante, wo man sich nicht einbuchen muss, ja, was man kostenfrei nutzen kann. Man kann aber dort auch einen eigenen Account einrichten und kann an der Stelle sagen, ich möchte das gerne für mein Unternehmen nutzen. Und so eine Geschichte, also das ist genial. Und ich habe letztens mit einem Freund und Sysadmin gesprochen und der hat mir dann eine ganze Liste von solchen ähnlichen Tools geschickt und ich bin aber da noch nicht durch. Ja, aber sowas sehr hilfreich. Das Planster ist lokal zu installieren oder läuft auch auf einem Server? Das läuft auf einem Webserver und das kann man hier sehen, wenn man da oben mal die URL anguckt, das heißt einfach http://planstore.büro20.org. Soll heißen, also man installiert es auf einem Server und bedient es durch den Browser. Richtig, ganz genau. Und es gibt bei diesen beiden, das muss man halt wissen, ich glaube eins von den beiden geht auch ohne JavaScript und ohne Flash. Ja? Und ich glaube dieses hier geht und diese ganze Kalenderansicht, ja, das kann man auch so aufklappen mit allem drum und dran. Das setzt dann wieder bestimmte Komponenten voraus. Und ich habe nicht ausprobiert, mit welchen Browsern es geht und mit welchen nicht. Ein Wiki nutzen. Es gibt verschiedene Lösungen. Ich habe hier nur einen Teil davon aufgeführt. Das, was den meisten schwerfällt oder was man quasi als Einstieg braucht, es ist ein eigenes Markup, was dort verwendet wird. Das heißt, jedes Wiki hat seine eigene Syntax, um diese Inhalte zu generieren. Und manchmal ist es sehr spannend festzustellen, welche Syntax man gerade erwischt hat und was man da gerade für Effekte erzielt. Man kann das, wie gesagt, auch zusammenklicken. Ein Wiki nutze ich sehr häufig, zum Beispiel um Dinge mit anderen zusammenzutragen und das zu verwenden. Das ist schon sehr hilfreich. Versionskontrollsystem. Versionskontrollsystem war ich immer sehr, sehr skeptisch, ob ich das überhaupt brauche. Aber ich habe dann angefangen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und eben auch gemeinsam Daten abzulegen. Und die Versionierung der Geschichten, die ist dann total schick. Weil ich habe die Möglichkeit nachzuvollziehen, wer hat Änderungen vorgenommen, wer hat die Änderungen wann gemacht und vor allem, was wurde geändert. Wenn ich ein Wiki verwende, da kann ich im Endeffekt halt sehen, okay, was wurde
was wurde geändert und muss dann irgendwann in der History zurückgehen, um auch rauszukriegen, was wurde gelöscht. Bei einem Versionskontrollsystem, das sagt mir das eigentlich sofort an. Das zeigt mir an der Stelle sofort, welche Änderungen verfügbar waren und was eben auch geändert wird. So ein Versionskontrollsystem ist besonders geeignet für Textdaten, das heißt Programmierprojekte, Texte und Dokumentation. Für Bilder und Binärdaten und für OpenOffice-Dokumente oder LibreOffice-Dokumente ist das ein bisschen schwierig, weil das sind diese ganzen Dumps, die man bekommt und die Vergleiche. Ganz lustig, man kriegt einfach nur eine lustige Zahlenfolge und sagt, da hat sich ein Byte geändert. Es gibt verschiedene Implementierungen, fängt mit dem SCCS an, geht über das CVS und das Git. Und das, was ich verwende und das, was man vielleicht auch hier oben sieht, das ist das Fossil. Das Fossil ist ziemlich klein, das kann nicht alles Mögliche, aber es reicht für mich vollkommen aus. Und es gibt eine installierte Instanz in Berlin, wo ich das quasi kostenfrei nutzen kann. Und ich bin nicht unbedingt auf einen Webbrowser angewiesen. Welches Versionskontrollsystem jetzt das allerbeste ist, die Diskussion führen wir jetzt nicht. Das könnte länger dauern. Im Kontext Ubuntu hier solltest du auch wirklich noch Bazaar erwähnen als Versionskontrollsystem. Stammt immerhin von Canonical. Ja, dann können wir das ja da noch hinzufügen. Das ist eine gute Ergänzung. Etherpad. Ich habe mit einem Kollegen zusammen Zeitungsartikel geschrieben. Wir haben das erst in einem Wiki gemacht. Da hatten wir das Problem der konkurrierenden Zugriffe darauf. Dann haben wir das Versionskontrollsystem verwendet. Da haben wir diese kleinen Konflikte gehabt. Wer hat denn was gerade ein- und ausgecheckt und welche lustigen Veränderungen gibt es denn und wie kriegen wir das denn hin? Und dann haben wir gesagt, na, jetzt gucken wir mal weiter. Und da gibt es halt das Etherpad. Und das Etherpad ist ein gemeinsam genutzter Editor im Webbrowser. Und das, was man dafür braucht, ist ein JavaScript. Und man muss sich das vorstellen wie so ein Texteditor, den man einfach im Webbrowser sieht und mit dem man einfach auch arbeiten kann. Und ich gucke jetzt mal, ob ich dieses Bild hier groß kriege, damit man das nämlich hier sehen kann. Genau, jetzt sieht man das hier ein bisschen größer. Das, was ich daran ganz toll finde, das ist ein Texteditor. Ich habe die Möglichkeit, hier einfach Text einzutippen und ich sehe vor allen Dingen, was schreibt der andere live. Das heißt, das Ganze hatte mein Kollege geschrieben und das Ganze habe ich geschrieben. Ich sehe hier rum, ich bin hier rum quasi eingeloggt und habe eine grüne Farbe. Und wenn ich hier etwas ändere und der andere Mitschreibende das auch offen hat, dann kann der live mitverfolgen, was ich dort eintippe. Dann kann der sehen, was ich ändere und er kann das auch wieder zurückändern. Und wenn mehrere Leute arbeiten, kriegt jeder seine eigene Farbe und dann kann man relativ schnell Texte zusammen erstellen, ändern und vor allem Korrektur lesen. Und das Ganze steht kostenfrei zur Verfügung. Man kann relativ schnell mit so einem Etherpad zu einem Ergebnis kommen. Man hat einen fertigen Text, man hat es gemeinsam erstellt, man hat es Korrektur gelesen, man hat alle Gedanken drin. Das hat sich wirklich bewährt, wenn es darum geht, Informationen schnell zusammenzutragen. Und ist meines Erachtens einfacher als ein Wiki und noch ein kleines Spur einfacher als ein Versionskontrollsystem. Das Ganze bringt ein Versionskontrollsystem im Hintergrund mit. Das heißt also, ich kann jederzeit nachvollziehen, wer hat wann was geändert, ohne dass ich mich sozusagen darum kümmern muss. Es ist einfach mit dabei. Und sowas finde ich klasse. Wenn ich mit einem Menschen, mit dem ich das schreibe und wo ich da gerade zusammenarbeite, halt reden möchte und der halt nicht im Raum ist und ich nicht unbedingt telefonieren will, sieht man hier, und hier gibt es auch noch die Möglichkeit, so einen Chat einzurichten und man kann an der Stelle halt auch darüber kommunizieren. Und da kann man dann eben sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier noch das und das, ich habe noch die und die Idee. Das Ding funktioniert. Ist total klasse. Also wer das noch nie ausprobiert hat, der sollte das einfach mal machen. Was sind deine Erfahrungen mit großen Dokumenten mit dem System? Performant. Performant, läuft, funktioniert. Also kann ich an der Stelle nur empfehlen. Das Schöne an der Sache ist, das ist halt lokal installierbar auf einem firmeninternen Webserver. Man kann darüber kommunizieren und man ist nicht darauf angewiesen, dass die Netzanbindung nach draußen funktioniert. Ja, wenn es intern da ist, ich finde das halt besser. Und wir haben es mit 3 oder 4 Leuten ausprobiert. Wir haben auch relativ viele Daten dort reingepackt. Es hat halt getan. Tut einfach. Ja?
Und das war für uns halt auch sehr produktiv. Wir sind sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis gekommen. Und das war eigentlich das, wo wir gesagt haben, toll, das verwenden wir weiter. Was passiert, wenn da drei oder vier Leute dabei sind? Der Chat ist dann für alle gemeinsam? Ja, der ist für alle gemeinsam. Jeder bekommt eine eigene Farbe. Das heißt, da oben ist ja quasi nur mein Grün zu sehen. Und wenn ich da oben drauf klicke, würde ich dann quasi eine Liste bekommen. Und jeder, der angemeldet ist, sieht auch, was für Änderungen gemacht werden. Jeder kann mitschreiben. Jeder kann sozusagen Änderungen korrigieren. Und es ist total spannend, wenn man was eintippt und jemand anders tippt quasi hinterher und fügt Sachen ein. Das ist einfach ein Erlebnis wert. Das ist aber hauptsächlich für Text- oder Textdateien geeignet, oder? Das ist für Text. Okay, reiner Text. Reiner Text. Okay. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man muss sich irgendwie einen gemeinsamen Text oder eine Stichwortliste oder was macht man, dann ist das total klasse, weil dann kann jeder sofort sehen, was der andere denkt und was er eingetippt hat und Tippfehler korrigieren. Das macht einfach was her. Und es braucht nicht viel. Gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt das Etherpad und es gibt das Etherpad Lite. Ich weiß leider nicht genau, was die Unterschiede sind. Ich weiß nur, es tut. Jetzt habe ich eine ganze Menge an Sachen vorgestellt. Jetzt raucht irgendwie allen halbwegs der Kopf. Was muss ich denn eigentlich nehmen? Ich habe für mich zusammengetragen, dass ich bei der Auswahl von so einem Programm oder von einem Projekt die Kriterien ansetze, es muss stabil sein. Ich möchte damit effektiv arbeiten können. Es muss nützlich sein und die Produktivität muss da sein. Wir neigen alle dazu, ganz viele tolle Dinge und ganz viele Programme zu verwenden und sie einfach nur zu verwenden, weil sie schön aussehen. Aber wenn es darum geht, die Sachen schnell zu machen oder halt auch effektiv in einer bestimmten Zeit, dann muss man teilweise ein bisschen anders daran gehen und eben auch sagen, okay, eine Tastaturbedienung kann schneller sein. Was man dann ganz persönlich verwendet, hängt wieder vom konkreten Einsatzszenario ab. Also sprich, welche Infrastruktur man hat und auch welche persönlichen Sachen quasi in seinem Arbeitsfluss drin sind. Also mit wem man kommuniziert, was man an der Stelle verwendet, beziehungsweise welche anderen Dinge damit hineinspielen, welche Kollegen man hat, welchen Wissensstand die einzelnen Mitarbeiter haben und natürlich auch, welche Vorlieben und Gewohnheiten da sind. Also jemand was auf die Nase zu drücken, womit er mit dem Krummeln im Bauch da anfängt und versucht loszuarbeiten, das funktioniert dann meistens nicht. Ich bevorzuge das Unix-Prinzip, das heißt kleine Werkzeuge, nicht eine Software für alle Aufgaben, sondern Bausteine, die man halt kombinieren kann. Und ich bin auch gerne offen für kleine Sachen, neue Sachen, weil die vielleicht nicht ganz so instabil sind. Eine Aufgabe, ein Tool und das funktioniert. Und dieses Prinzip würde ich eigentlich jedem ans Herz legen. Nichts gegen große Lösungen, aber das ist das, was ich verwende. Ich habe bemerkt, dass es viele Kanäle gibt und viele Medien und dass es halt in der Summe viel zu viel Aufmerksamkeit zieht, dass ich viel zu viel herausgerissen werde und deswegen versuche ich einen Kompromiss zu finden. Erstens mal, welche Kanäle verwende ich? Brauche ich unbedingt 3 Telefone, um permanent immer erreichbar zu sein? Mhm. Welche Informationen sind wichtig? Welche Informationen bin ich angewiesen? Welche Informationen kann ich weglassen? Und wie bleibe ich in Kontakt mit meiner Umgebung? Die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, sie können mit mir reden, sie können mich ansprechen, sie können mich anrufen, sie können mir eine Mail schicken, sie können mir aber auch einfach einen Zettel hinlegen und sagen, die Information. Ja? Und dadurch habe ich viel weniger Stress. Und deswegen, weniger ist an der Stelle mehr. Da gab es auch noch eine Anmerkung. Also ich bin grundsätzlich voll bei dir. Ich habe das Problem, dass ich, wenn ich jetzt mit verschiedenen Kunden zusammenarbeite oder auch intern, weil ich in einer Firma arbeite, wo jetzt mal die Microsoft-Durchdringung nahe gegen 100% geht, da ist es schwierig, wenn ich sage, ich würde auch zum Beispiel gerne diese eine Aufgabe, ein Tool verwenden, das ist unter Linux ja kein Problem, weil da gibt es eh die Installation, oder wenn ich das erste Mal draufklicke oder über Skripts die Rechner aufsetze, wäre auch kein Problem, aber bei den Windows-User, da würde ich ja jedes Mal ein Wochen brauchen, wenn ich die ganzen Tools da einzeln installieren muss. Und deswegen sind die oft da sehr, die nehmen ja Outlook und wenn sie das haben, sind sie glücklich, weil die Hälfte der anderen Zeugs geht eh nicht gescheit, weil die Installation schon halt kaputt ist, also so Zeug. Ich meine, da bin ich auch nach wie vor auf der Suche, dass alles unter einem
gut vereint werden kann, nämlich Gruppware, Projektmanagement, CRM, ERP, alles das, was wir gesehen haben in Wirklichkeit. Aber eigentlich bräuchte man irgendeine Verbindung, auch wenn jeder ein anderes Tool verwendet, aber irgendeine Verbindung, dass alle miteinander gut kommunizieren können. Das ist das Problem, was ich derzeit oft habe. Ich habe einen Kunden und ich habe auch Drittpartner, die auch in den Projekten mitarbeiten. Ja. Ja, und das ist sehr oft, alle drei müssen zusammenarbeiten. Und jetzt wird sehr oft darin reduziert, dass zum Beispiel jetzt, wenn es um Projektaufgaben geht, dass dann Leute anfangen, wieder To-Do-Listen als Excel herumzuschicken. Und von dem habe ich eigentlich, das ist eigentlich Steinzeitalter, aber das ist dann schwierig, wenn viele zusammenarbeiten. Ja. Nämlich, du hast es jetzt sehr schön gesprochen, Sachen, die man im Unternehmen einsetzen kann. Ja. Ne? Aber es geht ja quasi darüber auch hinaus. Ja? Das ist richtig. Und ich habe es teilweise so gelöst, dass ich sage, der Kunde kriegt auf einem bestimmten System einen zusätzlichen Account. Ich habe zum Beispiel eine Zeitabrechnung. Und dann sind einfach Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und da möchte ich natürlich auch wissen, was die sozusagen für mich tun und wie lange die brauchen. Und die haben in der Zeitabrechnung einfach einen Account und können das in ein Projekt eintragen. Und damit ist es ein Tool, was alle gemeinsam nutzen. Okay. Und das kommt natürlich darauf an, ob das sozusagen von außen dann zugreifbar ist oder ob das in dem ganzen Projekt überhaupt geht und ob das ja, von der technischen Seite her geht, ob das von der Firmenpolicy her geht, ob jemand von außen überhaupt auf die internen Sachen zugreifen darf. Mhm. Ja, das haben ja Admins nicht so gerne, dass man da Löcher bohrt. Aber irgendwie muss man es ja lösen. Mhm. Ja, und deswegen denke ich, bei kleinen Sachen ist es einfacher. Weil dann kann man halt sagen, okay, das ist ein Projekt oder ein Produkt, was eingesetzt wird und da bohre ich für das Kleine halt ein Loch. Und dann ist das Loch halt bloß für die eine Sache da. Ja, und dann kann der meinetwegen von draußen drauf zugreifen. Aber für große Sachen stelle ich mir schwieriger vor, aber wenn es da eine Lösung gibt, bin ich auch offen. Du hast eine Lösung? Nee, die Lösung habe ich nicht, aber der Ansatz, wenn man die Windows mit im Boot hat, ist meiner Meinung nach die Browser egal für was. Wenn du dann noch was hast, was relativ browserneutral ist, dann funktioniert so jetzt sogar mit dem IE. Aber selbst wenn das Thunderbird-spezifisch sein sollte, den gibt es auch für Windows. Also ich glaube, an der Browserbedienung wird man für solche übergreifenden Sachen nicht vorbeikommen. Wenn man eine Kategorie zum Beispiel nicht erwähnt, das wäre ein Event-Tracking-System, Incident-Management, wie auch immer, ja. Aufträge und so weiter. Ja. Klar braucht man, je nachdem, was man gerade macht. In dem Moment, wo das Ding Browser bedienbar ist, spielt es keine Rolle mehr, mit welchem Desktop der Benutzer darauf zugreift. Man sollte das aber vorher genau testen. Also, weil das spielen diese ganzen Inkompatibilitäten nämlich eine Rolle. Also sprich, welcher Browser unterstützt welche Features? Ja. Wie wird es dargestellt? Und das ist Frank, da hast du natürlich völlig recht. Nur, ja. Wenn du nicht über einen Browser gehst, hast du gar nichts Gemeinsames für so Cross-Plattformen. Ja, das ist da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ich glaube, das ist möglicherweise der Hauptgrund dafür, dass so viel jetzt über einen Browser gemacht wird. Ja, natürlich. Ich meine, auf so einem, wenn man irgendein Groupware im Browser hat, dann kann man sogar von so einem Anfang aus drauf zugreifen. Der Bildschirm ist vielleicht ein bisschen klein, aber grundsätzlich geht's. Es gibt sogar teilweise spezielle Optimierungen für diese mobilen Geräte. Ja. Also von der Seite her ist die Browsergeschichte da schon sehr, sehr hilfreich. Und es kann irgendwie jeder damit umgehen. Was ich noch ganz interessant finde, ist der Einsatz von Wikis. Das ist zwar nicht optimal so für die Kundenkommunikation, weil man das Projektmanagement, das ist darauf nicht unbedingt ausgelegt, aber es ist überhaupt mal eine Plattform, etwas anderes als E-Mail. Ja. Das heißt, man kann da einfach irgendwas hinterlegen und man kann wiederfinden. Man hat irgendwie eine Seite, wo das dann strukturiert steht, genau. Was man hat. Und wir haben das jetzt bei einem Kunden im Einsatz und das funktioniert ziemlich gut. Und da haben wir eben ein dediziertes System, da sind Accounts drauf, man kann sich einloggen, gerade drauf zu. Und ich muss sagen, es wird nicht so viel von den Kunden benutzt oder noch nicht. Aber es ist für uns auch schon einfach eine Sache. Wir packen alle Kundenkommunikation oder alles, was wir dokumentieren wollen, da rein und finden wir selber schnell wieder. Finde ich eigentlich sehr hilfreich. Was auch geht, was so in die Richtung passt, sind diese ganzen Cloud-Dienste. Also wenn man meinetwegen eine Dropbox hat. Ja, ich habe das für verschiedene Projekte auch. Da liegt halt irgendwo eine Dropbox und derjenige, mit dem ich zusammenarbeite, der legt da einfach die Daten rein und ich kann sie auch sehen. Oder kann die bearbeiteten Sachen dort wieder hinterlegen. Also das geht auch. Aber da muss man natürlich gucken, wie man mit diesen Cloud-Diensten umgeht, wie man dazu steht.
Ja? Also, ich habe früher auch bei einer Firma, wo ich lang gearbeitet habe, da habe ich ein Forum eingerichtet, bin ich auch nicht drin. Und das habe ich dann, also so ein PHBBB, was ich auch aufgebaut habe, das dann quasi auch aus den Kundenanfragen konnte ich dann auch so Tickets machen. Also das war dann gleichzeitig unser Ticketsystem. Ja, wenn das dazu passt, dann ist das natürlich total klasse. Aber da muss man natürlich den Kunden dann auch dazu bringen, das war eine Zeit lang Arbeit, dass der Kunde dann das verwendet und ich dann erst wieder eine E-Mail schicke. Die Akzeptanz ist ein ganz großes auch intern. Das ist immer so, auch das tut ja irgendwann, gerade wenn es auch Richtung Chef geht, der dann die Entscheidungshoheit hat, meistens ja. Das ist ja sehr schwierig, auch gerade Wiki. Also wir haben jetzt auch seit ein Dreivierteljahr jetzt nicht mal mit ihm im Einsatz und in seinem Einsatz gehabt, leider gesagt. Irgendwann kam der Punkt, wo es dann hieß, ja, nee, die sind halt bis jetzt mal ziemlich schnell mit in der Gesprächsrunden irgendwie für Grütze und dann wurde halt auch ganz schnell entschieden, nee, dann nehmen wir irgendwie wieder auch ein anderes Wiki. Und auch wenn die springen, also man muss halt auch vorher wirklich dann die Akzeptanz auf den ganzen Diensten, egal ob intern oder extern, ja auch dann nochmal ja, auch angucken. Das ist immer noch so jetzt das Totschlag-Argument, das ich jetzt immer auf dem Hinterkopf habe, die Akzeptanz. Weil, wird es denn genutzt, oder nicht richtig, oder halt auch teilweise gar nicht. Und dann ist ein ja das schönste System auch nichts, was man dann eingeführt hat. Ja, ich habe jetzt aber noch ein Totschlagargument, weil die Stunde ist rum. Ja. Da kann man mich erreichen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus